Hallo und herzlich willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind beim Taroskop mit Ella. Schön, dass du wieder da bist und wir sind bei der Woche 16. bis 22. Juli 2018. Wir schauen, welche Energien vorherrschen. Du entscheidest natürlich, was du davon für dich gebrauchen kannst und was nicht. Es ist eine allgemeine Legung und kann deshalb nicht immer hundertprozentig für jeden stimmen, der sich das anschaut. Wenn du aber Informationen, Inspirationen da rausholen kannst, um in deiner Situation hilfreich zu sein, dann hat es alles erfüllt, was es soll. Ja? Entscheiden und leben musst du das natürlich selbst. Also gucken wir mal, was wir für dich haben. So. Wir haben den König der Münzen. Das ist so deine Mentalität, deine Karte. Der König der Münzen ist jemand Gestandenes, der genau weiß, wie er irgendetwas umsetzen muss, der in sich ruht, geerdet ist und keine großen Risiken eingeht. Also eine sehr schöne Karte, sehr passend für dich. Wir haben den Montag. Ich lege jetzt die einzelnen Wochentage, den Dienstag. Ich werde da gleich, wenn ich die umgedreht habe, nachher auch noch eine Karte dazulegen, damit man das im Detail noch besser sehen kann. Der Mittwoch, so eine einzelne Karte meistens bringt halt nicht so viel. Man möchte ja doch ein bisschen näher wissen, worum geht es eigentlich. Der Donnerstag, der Freitag, der Samstag und der Sonntag. So, dann schauen wir uns erstmal die Energien der Wochentage an sich an und dann schauen wir gleich noch, worum es bei dir konkret dann geht. Was haben wir für die Jungfrau am Montag? Wir haben die 4 der Stäbe. Das kann eine Feierlichkeit sein, die Einladung zu einer Hochzeit, ist halt auch eine sehr familiäre Geschichte, kann auch ein Familientreffen sein, Zusammenkunft. Etwas auf jeden Fall durchweg Positives. Schön. Was haben wir am Dienstag für die Jungfrau in der Woche? Wir haben den König der Schwerter. Das kann ein Luftzeichen sein. Das sind Wassermann, Waage und Zwilling. Das ist auch eine gestandene Person, die weiß, was sie will. Sie ist nicht sehr gefühlsbetont, eigentlich gar nicht, sondern spricht das, was sie denkt, aus. Ja, wahrheitsgemäß und nicht immer sehr charmant, lässt sich nicht so leicht hinters Licht führen, ist intelligent und knallhart und kann auch schnell, sage ich mal, das Schwert nutzen, um Dinge, ja, einen Schnitt zu machen sozusagen. Kann eine Person sein, die dir begegnet, kann dein Boss sein, was auch immer, wir gucken gleich. Am Mittwoch für die Jungfrau haben wir den Eremiten. Auch deine Karte sozusagen. Du suchst die Schätze in dir selbst und das ist auch nicht verkehrt. Du hast viel Licht in dir, was du nach außen bringen kannst. Und um das nach außen zu bringen, musst du es ja in dir selber erstmal finden. Und das ist eine sehr weise Person. Ja, das ist eine weise Einstellung, also nicht nach vorne zu preschen, ohne überlegt zu haben, sondern wirklich auch überlegt zu handeln oder beziehungsweise sich auch eine Auszeit zu nehmen und über Dinge nachzudenken. Kommen wir zum Donnerstag für die Jungfrau. Oh, das Ass der Stäbe. Leidenschaft pur. Das sind die Feuerzeichen. Das sind Löwe, Widder und Schütze. Könnte, wie gesagt, eine Person sein, aber es geht ja um Energien und das ist feurig, das ist Leidenschaft. Da, wie gesagt, kann es um Familienplanung gehen, da kann es auch einfach nur um körperlichen Austausch gehen, je nachdem. Das ist der Donnerstag. Ja, jetzt kommen wir zum Wochenende, das ist der Freitag. Und am Freitag haben wir den Gehängten. Auch schade, ich dachte, das geht jetzt noch lustig so weiter. Der Gehängte ist aber nichts Schlechtes. Der Gehängte bedeutet zwar Stagnation, ist aber auch die Anleitung dazu, die Perspektive mal zu verschieben. Das heißt, wenn du jetzt in irgendeiner Sache, ich sage jetzt mal mit dem König der Schwerter vielleicht, einen kleinen Disput hattest, ist jetzt nur ein Beispiel, muss jetzt nicht so sein, dass du mal seine Perspektive einnimmst, um seinen Standpunkt besser zu verstehen.
Kann auch jeder andere sein oder eine Sache, für die du dich begeisterst. Du wägst das für und wider ab. Und dafür braucht man auch Zeit. Man zieht sich halt ein bisschen zurück, ähnlich wie der Eremit. Ja? Das ist also, dass du mal, ich sage mal, nach vorne gehst und dann auch mal wieder dich zurückziehst. Das ist vollkommen in Ordnung. Dann haben wir am Samstag für die Jungfrau, das ist die Mäßigkeit, Ausgeglichenheit. Das ist auch schön. Also alles in der Waagschale ist gleichmäßig verteilt. Ja? Geben und Nehmen ist ausgewogen. Es gibt natürlich auch keine großen Hochs und Tiefs, aber es ist gemächlich und gemütlich, bequem. Ja? Alles ist harmonisch einfach. Das ist doch schön am Wochenende. Der Sonntag für die Jungfrau. Die 10 der Stäbe. Da schleppt sich einer an irgendeiner Bürde ab. Aber es ist die 10 und die 10 ist immer Ende des Zyklus. Das heißt, du wirfst eine Bürde ab. Du hast vielleicht, ja, ich sag mal, jemandem geholfen. Das ist jetzt auch nur wieder ein Beispiel. Und derjenige hat sich immer und immer wieder darauf verlassen. Und irgendwann hast du gesagt, du, ja, jetzt reicht's. Ist vorbei. Ich habe keinen Bock mehr. Und damit hast du die Bürde dann sozusagen abgeworfen. Du hast vielleicht noch mit den, ja, Altlasten zu kämpfen, dass du vielleicht vom letzten Mal Umzug helfen noch Rückenschmerzen hast, aber die Bürde ist jetzt beendet. Ja? Als Beispiel, um dir das mal so ein bisschen zu demonstrieren. So, beginnen wir mit diesem 4 der Stäbe, Wochenbeginn, Montag, und wir haben wieder den König der Münzen. Also, du hast sozusagen dein Haus, dein Heim, alles im Griff, alles ist gut, so wie du es haben willst. Es ist nach deinen Wünschen, du fühlst dich wohl und vielleicht hast du halt auch noch Geselligkeit um dich. Entweder gibst du selber eine Party, dass du sagst, ich feiere das, was ich habe und lade die Leute, die mir lieb sind, ein. Oder du gehst zu einer Feierlichkeit und das kann auch, wie gesagt, eine Einladung zur Hochzeit sein. Sehr schön. Am Dienstag haben wir ja den König der Schwerter und da haben wir Gerechtigkeit und da geht es um Gerechtigkeit und da kann es natürlich um eine Auseinandersetzung gehen. Das kann sehr konstruktiv sein. Also das ist jetzt nichts, wo es nur darum geht, sich gegenseitig schlecht zu machen oder so, sondern wirklich eine Lösung zu finden. Weil da geht es auch wieder um Balance. Ja? Und der König der Schwerter spricht auch die Wahrheit, auch wenn sie manchmal wehtut. Aber er spricht sie aus, so wie sie ist, ungeschönt. Und das kann sehr hilfreich sein. Vielleicht bringt dich das auf Ideen für den Mittwoch, denn du hast ja den Eremiten. Und sieh mal da, mit der Sonne hast du auch gleich die Lösung parat. Ja? Und das ist eine sehr, sehr schöne, positive Energie, die Sonne. Sie bestrahlt, sie gibt Kraft, sie gibt Hoffnung, sie ist ein Neubeginn. Ja? Alles wächst aufgrund ihrer Sonnenstrahlen. Ja, und so wachsen auch deine Ideen, deine Dinge, die du vorhast. Das ist sehr schön. Gucken wir jetzt mal am Donnerstag mit dem Ass der Stäbe. Da haben wir den Hierophanten. Und der Hierophant ist eine Institution. Ich sag mal, mit der 4 der Stäbe kann es sogar um eine engere Verbindung wie eine Hochzeit gehen. Vielleicht hast du so viel Leidenschaft für eine andere Person, dass du dich entschließt zu heiraten. Oder jemand macht dir einen Antrag, zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Also diese Glaubensgemeinschaft zwischen euch und der Leidenschaft passt hundertprozentig und man möchte das auf eine höhere Ebene bringen. Ja, deswegen der Hierophant. Super. Wenn du jetzt, sag ich mal, zum Beispiel keinen Partner hast, dann kann es sein, dass du diesem jetzt begegnest und wirklich umgehauen wirst von diesen Gefühlen, ja? Also wappne dich, ja? Das kann passieren. Dann hast du wieder die Stagnation, vielleicht aufgrund dessen, dass es dich umgehauen hat, ja? Oder dass du überrascht bist von den Ereignissen. Die Stagnation, wie gesagt, ist das Einnehmen einer anderen Perspektive. Ja, und die Perspektive, die du dazu bekommst, ist der Ritter der Kelche und das ist Romantik. Ja? Und vielleicht war dir das bisher gar nicht so, ja, so selbstverständlich, dass du irgendwie romantisch bist, eigentlich so gar nicht, ne? Plötzlich hast du romantische Gefühle, das erschreckt dich vielleicht auch, das kann sein, ja. Aber es ist schön, genieße es, ja. Und mit dem
mit dem Gehängten hast du die Möglichkeit, das mal so aufzunehmen und auch zu genießen. Ja? Dann haben wir hier die Mäßigkeit, das heißt die Balance zwischen Leidenschaft und wirklicher Liebe und Zuverlässigkeit und Abenteuerlust, ja, so das Hin und Her, denn wir bekommen die Liebenden dazu, ja, und das ist etwas, die Liebe macht ja auch irgendwo verwundbar, natürlich, ja, und wenn dieser Ausgleich da ist, dass du deinem Partner, deiner Partnerin vertraust, dich wohlfühlst, dass du die Leidenschaft teilen kannst und natürlich auch die Dinge, die dich beschäftigen, also Alltägliches, ja, dann hast du sozusagen die Mäßigkeit auch mit ins Boot geholt, weil du alles in Einklang bringst, miteinander. Ja, das Ganze miteinander. Wunderschön. Dann haben wir die Bürde und wir haben die 2 der Stäbe. Und die 2 der Stäbe, da bist du noch nicht schlüssig, welchen Weg gehe ich? Ich möchte diese Bürde loswerden, ich möchte vielleicht dem anderen nicht auf die Füße treten. Wie mache ich das am elegantesten? Und da fallen dir 2 Wege ein. Beide sind richtig. Ja? Du musst nur entscheiden, welchen du wählst. Ja? Es muss auf jeden Fall ein Weg gewählt werden und du wirst den richtigen, weil du kannst da keinen Fehler machen. Die Bürde loszuwerden ist schon richtig. Gucken wir, was die Orakelkarte sagt. Heilung des Vaters. Du gewinnst an persönlicher Kraft, wenn du all deine Vaterprobleme in den Himmel abgibst. Also solltest du mit deinem Vater Probleme gehabt haben. Oder ist dein Vater eine Person, die schwierig ist? Dann lass es los, gib es ab. Ja, kümmere dich nicht darum, werde auch diese Bürde los, ja, darum geht's. Das muss jetzt auch nicht der Vater sein, es kann auch bedeuten, dass du mit einer Person Schwierigkeiten hast und diese Bürde sollst du ablegen, ganz klar. Ja, dann kannst du selber heilen, der andere kann heilen und die Sache wird sich auflösen. Man muss voneinander lernen, man kann voneinander profitieren, ja, aber es muss ausgewogen sein. Wichtig ist halt, dass mit der Mäßigkeit dieses Geben und Nehmen in Einklang sind. Also es kann nicht immer nur einer nehmen und der andere gibt nur und umgekehrt auch nicht. Beide müssen mal geben und mal nehmen. Das ist ganz wichtig. Ja? Das ist das Schwierigste überhaupt in Partnerschaften. Und das ist eine hohe Kunst und mit einer Perspektiveinnahme von deinem Gegenüber kannst du dem vielleicht näher kommen. Oder auch mit deinem Eremiten, der dich da Erkenntnisse finden lässt, die das möglich machen. Denk mal drüber nach und wenn du das irgendwie bewerkstelligen kannst, dann tu es bitte. Du kannst nicht nur deinem Partner, deiner Partnerin damit helfen, sondern auch dir selbst. Und die Karten sprechen Bände. Es ist wunderschön. Ja? Und gegenseitiges Geben und Nehmen ist ja auch Liebe. Ja? Ja, liebe Jungfrau, ich hoffe, du kannst was damit anfangen und dir gefällt, was du gehört hast. Dann würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen und natürlich auch über Kommentare, wie du das umsetzen kannst. Das muss jetzt nicht sofort nach der Legung sein, sondern vielleicht auch wirklich Ende der Woche, wenn du damit versuchst, halt umzugehen, wenn da was für dich passiert ist. Das würde mich sehr freuen und natürlich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen oder wieder hören, wenn es dann weitergeht. Ich bin schon gespannt. Ich wünsche dir alles Liebe, viel Erfolg und natürlich Ausgewogenheit. Bis bald. Tschüss.